So, ja, sehr geehrte Stadträte und Stadträte, verehrte Gäste, wenn man es genau betrachtet, befinden wir uns nun mittlerweile in der 10. Woche der sogenannten Corona-Krise, zumindest da, wo wir uns intensiver damit beschäftigen dürfen. In dieser Zeit ist eine Menge passiert. Viele Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sind von Bund, Ländern und Kommunen ergriffen worden. Die Menschen in unserer Stadt mussten zahlreiche Einschränkungen hinnehmen. Und an dieser Stelle sei gesagt, die Einsicht war an dieser Stelle wesentlich größer als der Protest. Ich bin stolz, dass die Dresdnerinnen und Dresdner so mitgezogen haben. Denn eines ist Fakt, dass uns in Deutschland, in Sachsen und insbesondere auch in Dresden die Bilder von New York, Madrid und Bergamo erspart geblieben sind, ist kein Zufall. Es ist eine politische und gesellschaftliche Erfolgsgeschichte. Jetzt befinden wir uns an einem Wendepunkt. Dieser Wendepunkt ist möglich geworden, weil das Infektionsgeschehen auf ein Minimum reduziert werden konnte. Mit den Lockerungen, die morgen durch die Rechtsverordnung des Freistaates Sachsen in Kraft treten, wird ein riesiger Schritt in Richtung Normalisierung vollzogen. Dieser Schritt ist nicht ohne Risiko. Die Tatsache, dass Schulen, Kitas, Kinos, Theater und vieles mehr wieder öffnen dürfen, heißt nicht, dass wir alles wieder beim Alten sein wird. Der Staat legt jetzt eine große Verantwortung in die Hände der Bürgerinnen und Bürger. Ohne Abstand, ohne Hygienemaßnahmen und ohne Einhaltung dieser Regeln kann eine Stadt wie Dresden auch schnell wieder zu einem Hotspot der Covid-Infektionen werden. Ich appelliere deshalb auch an Sie als gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft, mit gutem Beispiel voranzugehen. Leichtfertigkeit und politischer Populismus dürfen in keinem Fall die Oberhand gewinnen. Verehrte Damen und Herren, die Öffnung in vielen Bereichen ist auch für die Verwaltung ein Kraftakt. So wird es auch weiterhin zu Einschränkungen im Bereich von Kita und Hort kommen, der ansonsten die Hygieneregeln des Freistaates Sachsen rein personell gar nicht umsetzbar wären. Und auch hier appelliere ich insbesondere an die Eltern, dass die Einschränkungen akzeptiert werden. Mir ist völlig bewusst, dass dies nach Wochen der Schließungen und der Betreuung zu Hause schwerfällt. Aber ich bin mir in diesem Punkt mit dem Freistaat einig, dass die Gesundheitsvorsorge Vorrang haben muss. Auch bei der Bearbeitung der jetzt nötigen Hygienekonzepte stehen wir vor einer Mammutaufgabe. Leider wurde erst heute die notwendige Hygieneverordnung vom Land veröffentlicht, die es überhaupt ermöglicht, dass Kinos, Theater und andere Einrichtungen wieder öffnen können. Ich kann hier immer wieder nur eines drängen: Die Kommunen leisten den Hauptteil dann der praktischen Arbeit. Für diese Arbeit brauchen wir zumindest ein bisschen Zeit und eben den entsprechenden Vorlauf. An dieser Stelle will ich aber ausdrücklich ein Lob in Richtung von Frau Sozialministerin Petra Köpping senden. Die Zusammenarbeit mit ihr und ihrer Mannschaft war die kommunale Familie immer sehr konstruktiv. Daher freue ich mich auch, dass zwischen ihr und mir Einigkeit darüber herrscht, dass wir die Zahl der Tests für bestimmte Personengruppen deutlich ausweiten müssen. Insbesondere muss zwischen Land, Krankenkassen und dem Bund schnellstmöglich die Finanzierung dieser Tests geklärt werden. Da gibt es Initiativen im Bund, Gesundheitsminister Spahn, aber das wird erst frühestens Mitte Juni werden. Und insoweit kann ich nur unterstützen, Frau Köpping, dass Sie eben mit einer entsprechenden Initiative im Freistaat Sachsen diese Gruppen auch mit Finanzierung des Freistaates Sachsen versehen möchte und damit die Testung wir deutlich erhöhen können. Denn wenn es uns gelingt, in den kritischen Bereichen wie die Altenpflege, den Kitas und den Gesundheitseinrichtungen Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, dann können wir den Virus vielleicht nicht besiegen, aber zumindest beherrschbar machen. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
Ihnen danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit und hoffe sehr, dass wir dies auch in den kommenden Wochen und Monaten so beibehalten können. Gerade wenn es um die Frage geht, wie wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, aber vor allem, wenn es darum geht, einen Haushalt für 2021 und 2022 aufzustellen, der uns wieder handlungsfähig bleiben lässt. In diesem Sinne, und einen schönen Abend und dann gleich eine spannende Aktuelle Stunde. Vielen Dank.